ich habe dann gegen Nachmittag einen Anruf bekommen von einem Jurymitglied, wo ich dann schon dachte, komisch, warum rufen die denn eigentlich an? Ja, und er hat mir dann erzählt, dass wir das UNICEF-Foto des Jahres gemacht haben. Und das habe ich erstmal nicht so ganz geglaubt und dachte so zuerst, okay. Und dann aber hörte ich im Hintergrund dann auch andere Leute Glückwunsch rufen und dachte schon, okay, das machen sie nicht zum Spaß, sondern das machen die ernst. Und dann war ich erstmal ganz irritiert und baff. Insa war an dem Tag auch fotografieren und unterwegs. Und dann habe ich natürlich zuerst mal Insa angerufen und gesagt, ich glaube es noch kaum, aber wir haben tatsächlich das UNICEF-Foto des Jahres gemacht. Es war nie in unserer ersten Top-10-Auswahl. Wir haben letztens uns noch ein Buch angeguckt, was wir fertig gemacht hatten, wo das eine ganz kleine Briefmarke schon gewesen ist. Also wir hatten ganz andere Bilder irgendwie auf der, und selbst als ich den Anruf bekam, dass wir gewonnen haben und mir das Bild beschrieben worden ist, dachte ich eigentlich zuerst, es wäre ein anderes. Und dann meinte Insa, nee, die meinen doch das. Und da war ich halt schon ein bisschen überrascht. Was jetzt bei dem Bild, was tatsächlich dann gewonnen hat, mit Divine im Hintergrund, für jeden Betrachter eigentlich immer einen zweiten Blick bedarf, bevor man überhaupt dieses ganze Bild in sich aufgenommen hat. Also die Situation war eben die, dass Divine, das einjährige Kind, was halt von einem australischen Sextouristen gezeugt worden ist, draußen war und die Nachbarskinder eben auf der vorne gesessen haben und gegessen und gespielt haben und sie sich dann langsam darauf hinbewegt hatte. Und dann eben eines dieser Nachbarskinder ihr halt relativ klar gezeigt hat, so, du kommst hier bitte nicht hin. Und er dann wieder zurückgegangen ist und dann irgendwann auch Divine wieder zurück zu sich gegangen ist. Dass das ein Bild ist, war uns natürlich in dem Fall klar, weil wir natürlich immer geguckt haben, den Kontrast zwischen den philippinischen Kindern und den halt eben Kindern, die halt von einem westlichen Menschen mitgezeugt worden sind. Auf die Geschichte gekommen ist eigentlich Stefan. Er war vor 2 Jahren, glaube ich, warst du, auf den Philippinen, hatte zu einer anderen Geschichte dort recherchiert und auch fotografiert und hatte dann einen Fahrer dort kennengelernt, der Kondome verteilt hatte. Und mit ihm ist er auf das Thema Sextourismus gekommen und auch auf das Thema, was passiert eigentlich, wenn die Männer wieder abreisen. Dann haben wir uns darüber unterhalten und haben gesagt, wir probieren das aus und fahren zusammen. Und haben auch gesagt, wir fahren zusammen, weil es einfach vom Fotografieren und vom Thema her für unser Empfinden gut war, dass wir als Mann und Frau dort vor Ort waren und zu dem Thema mit 2 Seiten das beleuchtet haben. Zum einen haben wir da halt doch gemerkt, dass wir eine sehr ähnliche Bildsprache haben. Also dass selbst jetzt Professoren, die mich von der Hochschule her kennen, gesagt haben, ja, hier auf dem Bild, da merkt man total, dass du das gemacht hast. Und wo ich dann so in mich hineingelächelt habe und gesagt habe, das war eins von Insa. Und es war einfach perfekt zu arbeiten, wenn man mit einem Fotografen direkt auch abends die Bilder editieren kann. Man muss sich vorstellen, auf den Philippinen, ein streng katholisches Land, ist Prostitution insgesamt verboten, also ist illegal und findet dementsprechend kaum statt. Und auch aufgrund des streng katholischen Landes ist es eben auch so, dass Prostituierte an sich schon stigmatisiert werden. Und die Kinder von Prostituierten eben noch mal viel mehr. Bei Divine, eben dem Kind, was halt auf dem UNICEF-Foto des Jahres abgebildet ist, ist es halt so, dass die Mutter weiterhin in der Bar arbeitet und dort halt die Großeltern über Nacht das Kind halt behüten, weil sie halt eben von 6 Uhr abends bis 4, 5 Uhr morgens wieder sich für westliche Freier verdinglicht. Und das ist einfach eine Situation, ich glaube, die wir durch einfache Schritte einfach auch abschaffen könnten oder zumindest den Menschen vor Ort damit helfen könnten.